Moin Moin und herzlich willkommen zu meinen Bücherneuzugängen aus dem November 2020. Ja, es sind wieder einige tolle Bücher bei mir eingezogen und zwar 9 an der Zahl. Ist schon wieder ziemlich viel für mich und es ist aus den verschiedensten Gründen und Ecken wieder eingezogen. Ob das nun Geschenke waren, ob das Rezensionsexemplare waren oder ob ich einfach selbst tätig geworden bin und etwas bestellt habe oder sogar auch spontan etwas gekauft habe, das kommt bei mir eher selten vor. Aber diese Bücher möchte ich euch jetzt vorstellen. Allerdings werde ich euch nur ungefähr die Hälfte der Bücher vorstellen, denn die andere Hälfte kommt in ein ganz bestimmtes anderes Video. Das werde ich euch dann aber gleich auch nochmal berichten. Ich greife jetzt einfach immer ja, wahllos auf den Stapel, der vor mir liegt, und ziehe dann einfach das erste Buch. Und das erste Buch lautet Der Orden des Geheimen Baumes, die Magierin von Samantha Shannon. Das ist der erste Teil einer Drachen-High-Fantasy-Reihe oder Zweiteiler. Ich glaube, dass im Deutschen wieder das Buch in zwei Teile geteilt wurde. Und deswegen kommen die auch relativ schnell hintereinander raus. Der zweite Teil ist mittlerweile auch schon beim Verlag erschienen. Bei mir ist jetzt erstmal nur der erste Teil hier eingezogen. Ich habe das Buch erst als Rezensionsexemplar angefragt. Da war ich leider allerdings ein bisschen zu spät, weil das Kontingent dann schon ja, weg war beim Verlag an Leseexemplaren. Und deswegen habe ich mir es aber selbst bestellt, weil ich wollte unbedingt, dass das Buch bei mir einzieht. Weil das ist ein ja, High-Fantasy-Titel, der viel beworben wurde und auch im Englischen schon hochgelobt wurde. Und jetzt habe ich es auch schon auf anderen Kanälen viel gesehen. Und ich glaube, ich habe sogar schon viele positive Meinungen gehört. Und ja, so, ich halte mich da so ein bisschen fern, weil ich meistens die Rezensionen dann lieber im Nachhinein mir anschaue, wenn ich das Buch gelesen habe, weil ich sehr gerne unvoreingenommen daran gehen möchte, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, also ich habe es mir selbst bestellt und es ist hier eingezogen und ich freue mich sehr drauf. Ihr könnt sehen, es ist ein gelbes Cover. Das alleine macht mich ja schon glücklich, weil ich alleine die Farbe gelb sehr mag, aber auch finde, dass gelbe Cover eher selten sind und sie dadurch auch ein bisschen mehr rausstechen und sehr leuchten. Denn in dieser Kombination mit diesem coolen Drachen, der in blau Metallic hier drauf abgebildet ist und der sich hier um diesen Turm schlängelt, finde ich einfach cool. Und ich zeige hier gerade drauf, das geht ja gar nicht, ne? Ich meine, das nur auf der Folie und die Folie wird eh bald abgemacht, aber der Aufkleber stört. Ja, ihr seht, es handelt sich um ein Drachen-High-Fantasy-Buch und bei Drachen bin ich natürlich immer ganz Ohr, obwohl ich mittlerweile auch da ein bisschen differenzieren muss, ob das nun wirklich etwas für mich ist, weil wenn Drachen wirklich nur als bösartige Bestien dargestellt werden, dann finde ich das meistens nicht so ansprechend und ich finde es eben am schönsten, wenn sie als intelligente, zwar mächtige, aber auch erhabene Wesen dargestellt werden, die ihre eigene Kultur und ihre eigene Sprache und wie auch immer dann auch mit den Menschen kommunizieren können. Und hier, glaube ich, ist es eine sehr interessante Mischung und sticht schon irgendwie aus den Drachenbüchern hervor durch ein, zwei Dinge, die ich auf den Klappentext gelesen habe oder die sich da ja, herauslesen lassen. Es steht ja nicht viel drauf, aber es macht mich auf jeden Fall neugierig und ich möchte euch den Klappentext auch einmal vorlesen. Eine Königin, eine Drachenreiterin, eine Magierin. Nur gemeinsam sind sie dem uralten Feind gewachsen. Sollte Königin Sabran von Ines kinderlos sterben, werden die Drachen zurückkehren. Denn ihre Familie ist das einzige Hindernis, das die Bestien zurückhält. Doch Auftragsmörder kommen ihr immer näher. Zu ihrem Glück ist ihre Zofe Erd in Wahrheit eine Magierin vom Orden des Geheimen Baumes, die sie beschützt. Zur gleichen Zeit in dem weit im Osten liegenden Reich Saeki, wo Drachen wie Götter verehrt werden, rettet eine junge Drachenreiterin einem Schiffbrüchigen das Leben und verdammt sich damit selbst. Ja, ich finde, es klingt total interessant, diese Differenzierung zwischen den beiden Reichen, die Drachen ganz anders wahrnehmen. Zum einen als gefährliche Bestien, die bekämpft werden müssen und zum anderen als Götter verehrt werden. Die Wahrheit liegt vielleicht genau in der Mitte, wie das oft so ist. Ich werde es denn erfahren. Und was hier natürlich auch besonders ist, dass es hier drei starke Frauen in den Vordergrund stellt und damit wird halt auch eben immer sehr viel
geworben bei diesem Buch, dass hier Frauen eine große und starke Rolle einnehmen. Und ich finde es halt eben schön, dass hier nicht nur diese kämpferische High Fantasy steht, sondern hier eben auch noch eine Magierin eine Rolle spielt. Und vielleicht bekomme ich hier sogar noch ein tolles Magiesystem. Ich bin sehr gespannt auf das Reich. Und mal schauen, ob dann auch der zweite Teil bei mir einziehen wird, wenn mir das Buch richtig gut gefällt. Und darauf hoffe ich natürlich sehr. Das nächste Buch ist ein Thriller, der eher so in diese gruselige Richtung geht. Und der steht schon lange auf meiner Wunschliste und hat tatsächlich auch noch eine kleine Story. Und zwar treffen wir uns Booktuber ja immer wieder mal bei Booktuber-Treffen in verschiedenen Städten und gehen zusammen auch ein bisschen bummeln durch die Stadt und natürlich auch Bücher shoppen. Und in Hannover war ich jetzt, glaube ich, schon zweimal dabei mindestens. Und da waren wir halt auch im sozialen Kaufhaus, um dort gebrauchte Bücher zu durchstöbern. Und dieses Buch, was eben schon länger auf meiner Wunschliste stand, gibt es auch nur noch gebraucht. Und das hat tatsächlich jemand entdeckt. Und zwar war das die liebe Melanie vom Kanal Männer liest. Und ja, sie hat sich das unter den Nagel gekrallt. Und ich habe gesagt, Mann, das ist ja fies. Wenn ich das vorher entdeckt hätte, hätte ich mir das auch mitgenommen. Und sie meinte, ja, sollte mir das Buch nicht gefallen, schicke ich dir das gerne zu. Und das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon über ein Jahr her. Und sie hatte mich jetzt irgendwann angeschrieben vor ein paar Wochen und gefragt, ob ich immer noch Interesse daran hätte, weil sie hätte es jetzt ungelesen aussortiert und sie hat da jetzt doch mich nicht mehr so viel Lust zu und sie würde mir es für ja, ein paar Taler verkaufen. Und ja, dann habe ich das natürlich gerne gemacht, vor allem weil das Buch auch noch relativ gut erhalten ist. Da bin ich ein bisschen pingelig, sie aber auch. Deswegen hat sie mir das ganz gut erklären können. Und jetzt löse ich das Ganze mal auf, um was für ein Buch es sich handelt. Und zwar ist das Creepers von David Morrell. Ja, so sieht das aus. Ziemlich cool. Es ist natürlich ein bisschen vergilbt, aber das stört mich gar nicht so sehr. Die Ecken sind ein bisschen angestoßen, aber was halt wichtig für mich ist, hat keine Leserillen. Es stinkt nicht und es hat jetzt auch sonst keine Knicke oder Risse, was für mich jetzt auch ein No-Go wäre. Ja, und von diesem Buch haben schon so viele geschwärmt. Ich weiß, dass zum Beispiel die liebe Madame Jenny, die mittlerweile ja auch keine Videos mehr macht, davon sehr geschwärmt hat. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Jetzt in jüngsterer Zeit ist die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland, glaube ich, sehr davon angetan gewesen. Und ja, es hört sich einfach nach einer Geschichte an, die mich sehr interessieren kann, weil es wieder so ein bisschen in diese Spukhausrichtung geht. Und da möchte ich euch natürlich auch den Klappentext vorlesen. Jeder Schritt könnte dein letzter sein. Asbury Park, New Jersey. In einer kalten Oktobernacht dringt eine Gruppe von 5 Abenteurern in ein ehemaliges Luxushotel an der Atlantikküste ein. Das Paragon Hotel wurde von einem exzentrischen Millionär erbaut und es steht seit Jahrzehnten leer. Die 5 Eindringlinge suchen den ultimativen Kick. Doch der kommt anders, als sie es sich vorgestellt hatten. In den halb verfallenen Gebäude ist die Vergangenheit unerwartet lebendig und hinterhältig. Und sie fordert einen hohen Preis. Die Nacht verwandelt sich in einen Albtraum des Schreckens, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Es ist, als hätten Außerirdische dein Gehirn entführt. Vergessen sie das normale Leben, bis sie zu Ende gelesen haben, ist noch eine Pressestimme hier hinten aufgedruckt. Ich finde, das klingt wieder sehr schön unheimlich und man weiß auch nicht, ob hier etwas Übernatürliches die Finger im Spiel hat oder irgendetwas Realistisches, Menschliches, diese 5 Abenteurer irgendwie böse mitspielt. Man weiß es nicht und ich bin sehr gespannt darauf. Mal gucken, wann ich dazu greife. Ich denke mal, das liest sich richtig schön weg und so viele schwärmen davon, dann kann das ja eigentlich nur gut werden. Von Thriller wieder zurück zu Fantasy, diesmal zur französischen Fantasy und jetzt wisst ihr vielleicht schon, was ich meine. Und zwar ist der 4. und finale Teil von der Spiegelreisenden-Reihe bei mir eingezogen und zwar von Christelle Dabot. Der 4. Teil heißt Im Sturm der Echos und hat dieses schöne Lachsfarben. Es sind ja alle Bände so in Pastelltönen gehalten, was ich eine sehr, sehr schöne Gestaltung finde und ist auch etwas Besonderes, sowohl optisch als auch inhaltlich. Denn ich muss sagen, dass ich
nicht viel Vergleichbares gefunden habe oder noch nicht gelesen habe. Ich bin jetzt gerade dabei, das zu lesen, ungefähr auf der Hälfte. Zusammen mit der lieben Kali haben wir Band 3 und 4 jetzt hintereinander weggelesen und möchten das jetzt auch demnächst, jetzt im Dezember, auch beenden. Und ich werde euch dann berichten, wie es mir gefallen hat. Nur als kleiner Hinweis, es wird keinen Lesemonat November geben, weil ich tatsächlich nur diese beiden Bücher gelesen habe, Band 3 und 4 der Spiegelreisenden, und zwischendurch nochmal in ein anderes Buch und mal was gehört habe. Aber das würde sich nicht lohnen, deswegen werde ich das zusammen mit dem Dezember zusammenlegen. Und mal gucken, ob wir dann irgendwie nochmal ein extra Video zu dieser Reihe machen. Das weiß ich noch nicht genau. Genug Gesprächsbedarf würde es auf jeden Fall geben. Denn im ersten Teil geht es um Ophelia, die in einer Welt lebt, wo der Planet in Stücke gerissen ist. Es gibt nur noch ganz viele verschiedene Erdteile, die um den Erdkern herumschweben. Und auf diesen Erdteilen, die Archen genannt werden, ja, gibt es verschiedenste Kulturen. Sie ist auf der Arche Anima und lebt dort eigentlich ein sehr zurückgezogenes Leben. Sie mag auch nicht so gerne Menschenmassen und ist sehr glücklich in dem Museum, wo sie arbeitet. Doch sie wird nun aus politischen Gründen verheiratet und soll nun ein Leben auf dem Pol führen. Das ist eine weitere Arche, die sehr verschneit und eisig ist. Und ja, alle diese Archen auf denen Menschen leben, die haben halt auch verschiedene Fähigkeiten. Und ja, auf dem Pol ist das Ganze sehr mit Sinnestäuschungen und Intrigen und alles ein bisschen Lügen und ja, Verschleierungen verwickelt. Und Ophelia muss sich da irgendwie zurechtfinden zwischen den ganzen Machtspielchen, und sie ist aber eine sehr zurückhaltende Person, und ihr Verlobter ist ein sehr, sehr kalter, eisiger und wortkarger Mann, der sie überhaupt nicht zu schätzen scheint und sie ihn auch nicht. Man darf hier jetzt nicht mit einer typischen Romantasy-Geschichte rechnen, dann das ist es nicht, zum Glück nicht, weil ich hier Gott sei Dank noch viel mehr erhalte. Nichts gegen Romantasy-Geschichten, aber es ist einfach, trifft einfach nicht meinen Geschmack, und hier ist es eben nicht 0815, sondern schon was Besonderes. Allerdings gibt es hier sehr viele Kritikpunkte, die ich leider benennen kann und benennen muss dann in meiner Besprechung, und die das Ganze doch manchmal ein bisschen nervlich aufreibend machen und wo ich dann Ophelia manchmal gerne ein bisschen schütteln wollen würde, denn sie ist einer der Kritikpunkte. Aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber das Ganze, warum die Erde auseinandergerissen worden ist, was das mit Gott zu tun hat und was das mit den Familiengeistern zu tun hat. Jede Arche hat einen Familiengeist, quasi ein Gott, der über diese Arche steht und besonders mächtig, besonders groß ist. Was haben die alle damit zu tun? Was ist in der Vergangenheit passiert nach dem großen Krieg? Ja, das muss man herausfinden, wenn man das liest. Und ich bin ja kurz davor, jetzt alles aufzuklären. Und ich hoffe, dass es sehr gut aufgeklärt wird, weil es sind sehr, sehr viele Fragen, die in meinem Kopf schwirren. Und ich möchte es jetzt auch endlich wissen. Das nächste Buch ist als Rezensionsexemplar bei mir eingetroffen. Und das hatte ich auch ziemlich schnell schon auf meiner Wunschliste, als ich gesehen habe, dass es angekündigt wird. Es ist demnach auch eine Neuerscheinung aus dem Blessing Verlag. Der Blessing Verlag ist sonst jetzt nicht so hoch im Kurs bei mir, aber dieses Buch hat mich sofort angesprochen. Und zwar ist das Piranesi von Susanna Clark. Das ist die Autorin des Romans Jonathan Strange und Mr. Norrell. Ebenfalls ein Fantasy-Roman, der auch verfilmt wurde als Serie. Ich weiß gar nicht, ob das auf Prime oder Netflix läuft. Ich hatte mir da, glaube ich, mal die erste Folge angeschaut und dann aber überlegt, ob ich nicht doch lieber das Buch lesen möchte. Beim Buch war ich mir mal nicht so sicher, weil das echt ein Klopper ist und weil oft auch erzählt wird, dass da viele politische Intrigen eine große Rolle spielen, und das ist meistens nicht so meins, und da hätte ich mich vielleicht ein bisschen durchgequält. Aber bei diesem Buch war erstmal die Dicke nicht so schlimm, und ich habe schon von einigen gehört, dass hier politische Intrigen überhaupt keine Rolle spielen. Und es klingt so besonders und so tiefgründig, dass ich da auf jeden Fall
ja, meine Freude haben werde oder hoffe, dass ich meine Freude damit haben werde. Und zusätzlich ist das so ein Schmuckstück, dieses Kupferfarbene zusammen mit dem Schwarz, sieht es einfach irgendwie cool aus. Und auch das Vorsatzpapier ist echt schön. Und unter dem Umschlag verbirgt sich auch noch einiges. Also Aufmachung ist auf jeden Fall auch top. Und jetzt kriege ich es nicht mehr so richtig rein jetzt. Ja, ich glaube, dass das was Besonderes sein wird. Und ich kann es jetzt auch noch gar nicht so richtig in ein Genre packen. Ich schätze mal vielleicht eher so in diese philosophische Fantasy. Wir werden auch hier mal den Klappentext lesen, der wirklich nicht viel hergibt. Ein fantastisches Abenteuer. Piranesi lebt in einem labyrinthartigen Haus, dessen Erdgeschoss aus einem Ozean besteht. Seit vielen Jahren erforscht er dieses Haus, denn er will die Wahrheit herausfinden. Die Wahrheit über das, was sich jenseits des Hauses befindet. Und die Wahrheit über sich selbst. Und dann gibt es hier auch noch zwei Pressemeinungen. Was für eine unglaubliche Welt Susanna Clarke hier erschaffen hat. Piranesi ist ein faszinierendes Rätsel, in dem so viel mehr steckt, als es auf den ersten Blick scheint, sagt David Mitchell, der Autor von Der Wolkenatlas. Und dann gibt es noch eine weitere Meinung. Ein wahres Fest des Geschichtenerzählens. Piranesi ist nicht nur atemberaubend spannend, der Roman ist auch eine Meditation darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein. Das sagt die Madeleine Miller, Autorin von Ich bin Circe. Ja, also ich finde, das klingt so spannend. Natürlich hat mich hier wieder das Setting des seltsamen Hauses angesprochen, aber auch eben, dass das Ganze wohl sehr symbolisch sein wird und vielleicht psychologisch und philosophisch auch viel in Bezug auf unser Leben genommen werden kann. Ich habe dazu schon Positives gehört von der lieben Tintenkrähe, die hat dazu schon ein Video gemacht, beziehungsweise in ihren Lesemonat davon gesprochen. Ich habe da ein bisschen geskippt, weil ich halt, wie gesagt, lieber die Rezensionen erst nach dem Lesen durchschaue, weil ich da gerne ein bisschen ja, unvoreingenommen da rangehen möchte. Aber die Grundstimmung, Meinung war auf jeden Fall sehr positiv. Und das wird wahrscheinlich kein Buch sein, was man so durchsuchtet und vielleicht ein bisschen mehr und länger verharren möchte während des Lesens, weil es vielleicht ein bisschen tiefgründiger ist, aber da freue ich mich wirklich drauf, weil ich bin ja immer auf der Suche nach besonderen Büchern und ich glaube, das ist so eines. Und der letzte Titel, den ich euch vorstellen möchte, geht wieder in die High Fantasy und zwar auch wieder mit Drachen. Allerdings ist es keine Neuheit wie der Orden des Geheimen Baumes, sondern ein Klassiker der High Fantasy und hier wurde eine Neuauflage rausgebracht und da habe ich zugeschlagen. Und das ist als Leseexemplar von der Arbeit bei mir eingetroffen. Da dürfen wir uns ja manchmal von Neuzugängen bzw. von Neuheiten aus dem Verlag einige Leseexemplare aussuchen. Und ich habe mich halt hierfür entschieden. Erdsee von Ursula K. Le Guin. Ich weiß leider nicht, wie sie ausgesprochen wird. Das ist die erste Trilogie. Es kommt also noch ein zweiter Band mit der zweiten Trilogie wahrscheinlich. Kann ich es hier drauf lesen? Ja, die zweite Trilogie hier hinten, seht ihr das? Das ist Band 1, wo schon drei Teile eingespeist worden sind. Und hier ist der zweite, wo dann die weiteren drei eingearbeitet worden sind. Ja, ich finde das Cover sehr, sehr schön. Es gab mal so eine Gesamtausgabe, illustriert, so ein richtig fetter Schinken gebunden. Hatte ich auch erst überlegt, aber das wäre nichts für unterwegs und zum Lesen sehr unhandlich. Und da ich die auch sehr schön finde und ich Klappenbroschüren auch sehr gerne mag, auch zum Lesen sehr, sehr angenehm finde, weil die Kanten nicht so hart sind, wenn man sie so in der Hand hält bei Klappbroschüren. Ja, ich hätte natürlich auch gerne die Illustrationen, aber ich habe mir die Illustrationen angeguckt. Das war jetzt kein Zeichenstil, den ich so sehr geliebt habe, dass ich es unbedingt haben musste. Deswegen dachte ich, der Text ist ja auch das Wichtigste. Und die Ausgabe mag ich hier auch mit diesen Emblemen, hat es auf jeden Fall was und bin ich gespannt, ob mich dieser Klassiker überzeugen kann. Aber es hört sich so gut an, weil hier werden zwei Elemente, die sehr oft vorkommen in Fantasy, miteinander verbunden, die ich einfach toll finde. Und zwar sind das Drachen und eine Schule für Magie. Ich lese euch auch hier einmal den Klappentext vor.
eine Inselwelt von Menschen und Drachen bewohnt, wo die Natur von Magie durchdrungen ist und jedes Ding und jedes Wesen einen machtvollen, wahren Namen trägt. Auf einem Eiland der Inselwelt Erdsee lebt der junge Ged. Von allen nur Sperber gerufen, führt er ein einfaches Leben als Sohn eines Bronzeschmieds. Erst als brutale Räuberhorden sein Dorf überfallen, entdeckt er, dass er über geheimnisvolle, übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Es gelingt Ged mit Hilfe der Magie, die Banditen abzuwehren, und fortan ist nichts mehr, wie es war. Sperber wird Lehrling an der berühmten Zauberschule von Rock und stellt dort seine Fähigkeiten unter Beweis. Er beschwört die Mächte der Schatten und schafft eine Verbindung zum Totenreich. Dabei erfährt er, dass ein Riss durch dieses Reich geht, der die Welt der Lebenden zu verschlingen droht. Erdsee ist die beste Geschichte über einen Jungen, der auf eine Zauberschule geschickt wird. Bis heute, sagt Neil Gaiman. Ja, ob ich Ihnen da zustimmen werde, das bezweifle ich. Aber es heißt nicht, dass mich das Buch nicht, auch sehr, sehr begeistern kann. Es hat sogar mehrere Auszeichnungen gegeben für dieses Werk mit dem Lewis Carroll Shelf Award, der Newbery Medal, den Nebula Award und dem World Fantasy Award. Also Wahnsinn, die hat ja richtig abgeräumt damit. Absolut brillant, einer der Meilensteine der modernen Fantasy, sagt Patrick Rothfuss. Ich muss sagen, obwohl das ein großer Klassiker ist, habe ich davon, von dem Inhalt, sehr, sehr wenig mitgekriegt. Sonst kriegt man ja von vielen Klassikern, obwohl man sie nicht gelesen hat, irgendwie trotzdem vom Inhalt, von Hörensagen und von irgendwelchen Sprüchen und Insidern irgendwie was mit. Aber hiervon habe ich wirklich noch gar nichts mitbekommen. Und bin ich einfach gespannt, weil ich da jetzt so unvoreingenommen rangehen kann. Und freudig erregt bin ich auf jeden Fall. Sagt doch mal, ob ihr schon diese Bücher gelesen habt, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Und was ihr dazu sagt, was für eine Meinung ihr dazu habt, natürlich spoilerfrei. Besonders jetzt zu Erdsee würde es mich interessieren, ob ihr auch sagt, es ist einfach ein Meisterwerk der High Fantasy oder der Fantasy allgemein. Und natürlich auch zu den anderen Büchern würde es mich interessieren. Ja, ich habe hier diese Bücher noch, die bei mir eingezogen sind. Und diese werde ich euch auch nicht vorenthalten. Ich möchte euch sie nur vollständigkeitshalber kurz zeigen. Das sind Bücher, die winterlich und weihnachtlich angehaucht sind, die alle jetzt auch im November bei mir eingezogen sind. Aber da ich jedes Jahr ein Winter- und Weihnachts-Want-to-Read mache, also eine Leseliste für den Dezember, für den Winter allgemein, finde ich das immer schön, wenn ich euch die gesammelt zeige. Und da das Video jetzt demnächst kommen wird, würde ich das irgendwie doppelt gemoppelt finden. Und deswegen sage ich euch zwar, dass jetzt noch 4 weitere Bücher hier bei mir eingezogen sind, aber verweise euch einfach auf das nächste Video, das dann kommen wird. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau das nächste sein wird oder das übernächste, aber ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was ich alles zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit und Winter alles lesen möchte. Da freue ich mich nämlich jetzt sehr drauf. Das wird so mein nächstes Leseprojekt sein, nachdem ich den Spooktober gehabt habe, wo ich ja sehr viel gruselige Literatur hatte, möchte ich jetzt winterliche, eisige, kalte und weihnachtliche Lektüre lesen. Ja, und bevor ich jetzt das Video beschließe, möchte ich euch einen weiteren Neuzugang zeigen. Und zwar ist es ein Lesezeichen. Ich finde, das kann man auch immer sehr gut in die Bücherneuzugänge hineinpacken. Für das Tauschpaket von der lieben Steffi vom Kanal Buchschnack habe ich ja ein bisschen geshoppt für sie und habe ihr auch ein Lesezeichen mit reingepackt von Paper Blanks, die ja eigentlich so Kalender und Notizbücher rausbringen. Und da gab es jetzt auch Lesezeichen und da habe ich ihr ein Lesezeichen gekauft, aber ich fand die so hübsch, dass ich unbedingt auch etwas für mich kaufen wollte. Da gab es mehrere Ornamente und verschiedene Farben und da musste ich mich natürlich entscheiden. Und schlussendlich ist es dann dieses hier geworden. So eine wunderschöne Mischung aus Petrol und ja Gold, Goldornamenten. Und ich finde einfach, das fasst sich nicht so sehr wie Plastik an, sondern Steffi hat es auch schon gesagt, so ein bisschen Lederoptik, nicht ganz natürlich, nicht ganz so biegsam und man merkt schon, dass es nicht Leder ist, aber es hat schon irgendwie eine Wertigkeit und ich finde es halt auch einfach schön, dass es beidseitig ist. Bei vielen Lesezeichen ist es ja einfach so, dass immer nur eine Seite bedruckt ist. Also ich finde es einfach wunderschön. Es gab aber auch noch so viele andere schöne Motive. Mal gucken, vielleicht gehe ich da demnächst doch nochmal vorbei und werde nochmal eins holen.
Ja, also das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Das ist auch bei mir eingezogen und falls euch die jetzt auch so sehr gefallen, kann ich euch sagen, das ist die von Paper Blanks sind. Findet ihr die bestimmt auch online. Ja, und falls ihr das Tauschpaket mit der lieben Steffi vom Buchschnack verpasst habt, dann schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Das war jetzt das letzte Video, was ich hochgeladen habe. So, das war's von mir, von meinen Neuzugängen erstmal. War ja trotzdem lang genug, obwohl ich tatsächlich nur über 5 Bücher gesprochen habe. Und wie gesagt, die nächsten 4, die dann noch eingetrudelt sind, die werden dann in der Winter- und Weihnachtsleseliste auftauchen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne vorweihnachtliche Lesezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.